Hallo in die Runde, das ist ja der Bauer aus dem Markt. Mal eine kurze Frage: Wem vertraut ihr mehr? Ausgebildeten Menschen oder also Facharbeiter, Meister, Ingenieure, Professoren, also nicht berufene Professoren, wie der Gesundheitsminister spielt, also den nicht, den meine ich nicht. Die zum Beispiel einen Lehrstuhl haben, die auch die Meinung, die sie, oder das Wissen, was sie haben, auch vertreten können. So, apropos Wissen. Wir haben ja, das wusstet ihr bestimmt noch nicht, wa? 19 Personen wurden in die Ministerien berufen, die aus Nichtregierungsorganisationen kommen. Welche Ministerien betrifft es? Hauptsächlich Landwirtschaftsministerium, 7 Leute aus WWF, BMU, BUND, NABU, ach und wie sie alle heißen, der ganze Kopfzeug da. Das sind 7. Bei Frau Lemke im BMU sind 5 untergetaucht. Und der Rest wahrscheinlich bei dem Klima und der Wirtschaft kannst du dazu nicht mehr sagen. Ist ja, Wirtschaft ist ja nicht mehr. So, die sind da untergetaucht. Und seit Januar sind 40 Millionen, bis September sind 40,2 Millionen Euro umgeschippt worden. 20 Millionen davon hat der WWF gekriegt. Wofür? Naja, produzieren die auch Getreide? Oder andere Nahrungsmittel, Kartoffeln oder, weiß ich nicht, Mais zum Beispiel. Nee, ist ja alles verpönt, darf ja nicht mehr sein. Wir wollen ja nicht mehr produzieren. Früher waren wir mal mit 136 Millionen Tonnen in der EU Getreide, waren wir mal die größten. Oder ist die EU der größte Getreideanbauer gewesen? Und dann die Ukraine mit 33 Millionen. Nun ist der Krieg dazu gekommen. Die Russen haben gesagt, ihr könnt nicht mehr exportieren. Jetzt wollen wir mal den Korridor wieder zumachen. Und jetzt ist das Geschrei wieder groß. Aber das Geschrei nach noch weniger Landwirtschaft in der EU durch solche Berater oder wie sollen wir sie nennen, Mitarbeiter, ist jetzt auch wieder in Gange, kräftigen Gange. 50% Pflanzenschutzmittel einsparen oder untersagen. Ja, dann wird bald keine Kartoffeln mehr geben. Oder ihr kommt alle aus der Stadt raus und sammelt denn beim Bauern die Käfer von den Kartoffeln. Mit Larven bitte. Die sind so schön matschig, wenn man die greift. Und ja, deswegen frage ich mal, wen vertraut ihr mehr? Experten oder Spezialisten auf ihrem Gebiet, die einen Beruf gelernt haben, studiert haben, den abgeschlossen haben mit Studium? Das ist ja auch ganz wichtig, denn viele haben ja in der Regierung zwar studiert, aber nicht abgeschlossen. Da die Trampolintänzerin oder, naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Und noch so ein paar Leute, die da vom Studium gesprochen haben, aber nie beendet haben, zumindest nicht regulär beendet haben mit einer Prüfung, sondern einfach aufgehört haben. So was gibt es ja auch. Bei den Grünen ist das ganz stark vertreten, vor allen Dingen in der grünen Spitze. Und dann, also die Frage, wen vertraut ihr mehr? Leuten, die ihren Job gelernt haben oder solchen Traumtänzern, die wir jetzt in der Regierung haben? Der Bauer aus dem Markt. Ach so, die Kommentare sind da unten.